Willkommen zu einem kleinen Unboxing. Ich habe auch extra heute meinen kleinen Helfer dabei. Wir haben ein Paket von Juice Technology bekommen. Und da ist die Laune schon vorbei. Vielleicht kommt er gleich nochmal. Und zwar geht es hierbei um den Juice Booster. Und für alle, die... Ja, komm. Guck mal hier. Finn. Und zwar haben wir hier ein ordentliches Paket bekommen. Und zwar versteckt sich dahinter ein kleines Gadget, was vielen, die ein Elektroauto haben oder ein Plug-in-Auto haben oder vielleicht auch kaufen möchten, ein wenig helfen wird. Und ich hoffe auch, dass es uns ein wenig helfen wird. Denn oftmals gibt es so ein kleines Problemchen mit diesen inkludierten Ladesystemen, diese Backsteine, die ich es immer so gerne so nenne. So, wir machen einen kleinen Check, ob alles okay ist hier. Scheint alles okay zu sein. So, und das steckt dann in diesem großen Karton. Ich habe mal meinen Schnüffelhund dabei, damit wir auch ganz sicher gehen, dass da nichts Gefährliches drin ist. Finn, guck mal da rein. Guck mal da. So, und während er das Ganze überprüft, haben wir dann logischerweise auch ein bisschen Bedienungsanleitung. Die werden wir uns dann aber anschauen, wenn wir dann endlich mal zum Einsatz kommen. Denn im Moment fehlt uns das passende Auto. Wir haben jetzt hier die German Traveler, das German Traveler Set bestellt. Und das hier ist quasi die Extra-Ausführung, nämlich der Typ 2-Anschluss mit passendem Adapter für unter anderem die Ladesäulen. Denn das war immer so ein kleines Problemchen bei unter anderem den Plug-in-Hybriden. Da war immer nie das passende mit dabei. Dann haben wir hier auch mit dabei unter anderem einmal Starkstrom und nochmal Spezialanschluss. Die genauen Bezeichnungen findet ihr unten, was alles hier mit bei ist. Unter anderem hier nochmal Starkstrom, auch nochmal eine Ersatzkappe. So, und das hier ist quasi Partypiece Nummer 1, nämlich der Juice Connector, damit man diese ganzen Adapter auch miteinander verbinden kann. Die werden wir uns dann gleich noch anschauen. Okay, muss da nochmal gucken. Okay, dann schauen wir da nochmal, warten wir nochmal kurz ab, bevor dann der Juice Booster 2 überhaupt rauskommen darf. Und zwar ist das dieses Gerät hier, was unter anderem auch quasi als, nennen wir es mal, portable Wallbox gelten kann. Der kann nämlich von 1,4 bis 22 kW bis 32 Ampere dann auch laden. Und das Ganze geht dann auch hier relativ automatisch. Ist IP67 rated, das heißt, man kann ihn auch durchaus in den Pool schmeißen, passiert nichts. Und Juice Technology ist im eigenen Test sogar mit dem LKW drüber gefahren. Also ziemlich belastbar, das gute Stück. Und dann ist hier auch noch direkt das Kabel, was dann ins Auto geht. Da ist auch nochmal die ganze Bezeichnung drauf. Also das sind auch auf jedem einzelnen Stecker ist die Bezeichnung drauf, für was der gut ist oder für was der eben nicht gut ist. Und hier das bekannte Stück, um das Ganze in die Haushaltssteckdose zu tun. Dabei gibt es nicht nur dieses German Set, sondern es gibt auch noch ein Europe Set. Wir haben jetzt mal wirklich uns auf das German Set fokussiert, denn der eine oder andere weiß, im Moment ist das mit dem Verreisen ein bisschen schwierig, aber das Schöne dabei ist, man kann sich jeden einzelnen Adapter auch im Nachgang nochmal bestellen. So, und wie gesagt, ich habe mir ehrlich gesagt noch keine Anleitung durchgelesen. Deswegen werden wir dann später mal beim Laden sehen, wie es funktioniert. Aber einmal eingesteckt, passt quasi jeder Adapter. Und das kommt technologisch gesehen auch ein bisschen aus der Raumfahrt. Also hat auch was drauf, ist auch sehr belastbar. Und wie man sehen kann, man kann die Verpackung auch nochmal zweckentfremden. Der kleine Finn passt auch ganz passend rein. So, ich hatte es schon erwähnt, im Moment können wir den Juice Booster 2 noch nicht testen, aber das wird logischerweise kommen. Kurz gesagt, ersetzt mit einem Kabel oder mit einem Adapter-Kit alle anderen Kabel, die man sonst in Plug-in-Hybriden oder auch in Elektroautos finden kann, zumindest mal zum AC-Laden. Dem gesagt, wir werden das dementsprechend nicht nur beim Elektroauto, sondern auch beim Plug-in-Hybriden einsetzen und wir werden vor allem mal da testen, wo es bisher mit diesen Backsteinen ein paar Probleme gab, ob das der Juice Booster 2 dann lösen kann. Dementsprechend werdet ihr jetzt quasi bei jedem alternativen Antrieb den immer mal wieder ein bisschen sehen. Wir werden immer ein bisschen was dazu erzählen. Und jetzt der Tipp, oder vielleicht auch ein bisschen so, wenn ihr uns ein bisschen was helfen wollt, ihr findet unten in der Infobox einen sogenannten Affiliate-Link, mit dem ihr ein wenig sparen könnt, wenn ihr euch dieses Set dann kaufen möchtet.
und wiederum wir werden aufgrund der Affiliate-Geschichte da ein bisschen dran beteiligt. In diesem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Video mit dem Juice Booster.